Herzlich willkommen, liebes Kulturpublikum. Wir machen wieder mal einen Kulturtalk und zwar im Fabrikli in Buchs. Rein zufällig ist hier heute eine Band zu Gast, wo die Programmverantwortlichen vom Fabrikli in ihrer Jahressitzung noch überraschen wird. Sie wissen es leider noch nicht, aber sie sind hier schon fleissig am Einrichten. Bei mir ist der Luca, der Testeller von Baba Shrimps. Genau, so ein Einstieg wollte ich will. Danke vielmals. Ja, Luca, ihr habt jetzt auch gerade vor kurzem, vor wenigen Tagen, euer neues Album rausgegeben mit dem Titel 3. Ja. Yeah. Ihr seid auch 3. Was bedeutet euch sonst noch so 3 als Zahl? Oder ist das so ein bisschen euer Motto, alles immer auf 3? Irgendwie hat sich das so ein bisschen ergeben beim Songschreiben, dass wir wie gefunden haben, die sind 10 Songs auf dem Album, nicht 3, es sind mehr. Zum Glück, aber es ist irgendwie wie so ein bunter Strauß zusammengekommen an Songs, wo irgendwie immer wieder so die 3 Influenzen von uns 3 halt Bandmitglieder immer wieder so rausgekommen sind. Also einerseits so ein das Country-Folkige Ding vom Adi, vom Sänger, andererseits so das, sag ich jetzt mal, elektronischere Influenzen von mir als Keyboarder und auch so ein Producer. Und natürlich dann so die grösseren, so rockigeren Songs von Mo, Drums-mässig, so voll reinpushen. Und irgendwie sind die 3 Elemente, ist das 3 immer so gekreist. Und schlussendlich haben wir gefunden, ja, also, das Album muss eigentlich 3 heißen. Ja, eure Nummer By the Window, die ist bei gewissen Radiostationen auch mehr als 3 Mal gelaufen pro Tag. Wie habt ihr das so miterlebt, dass die so ein bisschen Airplay-mässig durch die Decke gegangen ist? Hey, das ist natürlich immer mega schön, wenn so etwas passiert, dass wenn Radios, Medien sagen, wow, da hat es einen geilen Song, den pushen wir jetzt. Lustigerweise, kleine Anekdote, den Song haben wir da gar nicht so weit weg, im Getziberg gespielt. Also wenn du so ins Appenzellerland rauffährst, okay, über den Hügel. Wir haben eben das ganze Album eigentlich hauptsächlich in 2 solche Songwriting-Sessions geschrieben. Also das ist dann jeweils so eine wöchige Sessions gewesen. Eine war in Venedig und eine eben im Getziberg im Appenzeller. Also so, habt ihr euch so voll zurückgezogen und wirklich voll einfach nur die Musik? Voll. Ja. Und ich weiss noch, wir haben immer am Morgen ist es so ein bisschen einfach so, alle rühren mal eine Idee in den Topf und meistens mal so probiert irgendeine erste Form von dem Song zu spielen. Und am Nachmittagabend haben wir dann immer ein ganzes Band-Setting, also auch so ganz klein, einfach mal den Song irgendwie probiert zu spielen. Und okay, ich weiss noch, ich habe dann das. Kennen wir alle, oder? Als das erste Mal gelobt ist und wir gespielt haben, hat dann der Movo, der Drummer, gesagt, hey, das ist ein geiler Song, das passt ins Radio. Und von dem her hat er die Dinge schon richtig gehabt. Ja, eben, es hat einfach so ein gewisses Riff, weißt du, eben so wie ein Narkotik. Es ist einfach, wenn man das hört, dann weiß man so, ah, das sind wir, oder? Genau, ja. Cool. Und wir haben vorher noch über eine andere Nummer geredet, Road to Rome. Das ist ja so, könnte man sagen, fast eure Durchbruchsnummer gewesen, eigentlich, oder? Schon ein bisschen so, ja. Wie vergleichst du jetzt die 2 Stück? Oder kann man das nur bedingt machen? Weil das eine ist noch vor Corona und das andere jetzt während oder nach Corona. Ja, also ich meine, jetzt rein so erfolgsmässig, zahlenmässig ist es tatsächlich nicht ganz einfach, irgendwie zu vergleichen. Road to Rome hat uns, wie du sagst, natürlich sehr weit gedreht. Road to Rome hat ja das letzte Album geheißen. Das ist sozusagen auch gerade direkt gekoppelt an den Song. Und wir haben dort wahnsinnig viele Konzerte gespielt, unter anderem auch hier im Fabrikli. Haben wir, glaube ich, etwa 140 Konzerte gespielt zu dieser Albumtour. Und sind natürlich mega viel rumgekommen. By the Window haben wir jetzt erst vor einem halben Jahr rausgebracht. Haben auch mega viele spannende Sachen gemacht letztes Jahr. Haben kleine Konzerte draussen gemacht, haben Streaming-Konzerte gemacht im Dezember. Aber es sind natürlich noch nicht die 140 Konzerte und By the Window ist in dem Sinne noch ein junges Pflänzchen, das man noch gießen kann. Und genau, noch ein bisschen darauf warten, bis es dann halt, ja, so.
Ja, ich stelle mir das eben auch noch schwierig vor. Also ihr habt ja normalerweise geben das Album raus und habt dann je nach Song und je nach dem, wie die Leute im Radio mitsuchen mit dem Ganzen, habt ihr ja dann eine gewisse Auswahl an Festivals und jetzt ist einfach nichts, oder? Also jetzt geben ihr quasi ein Album in veranstaltungsleeren Raum raus, könnte man so sagen. Ist für euch schnell klar gewesen, dass ihr irgendwie etwas anderes machen müsst? Also, du hast ja angesprochen, ihr habt hier so Streaming-Konzerte oder Konzerte an speziellen Ort gemacht. Wie schnell ist die Idee gekommen, dass ihr gefunden habt, ja, nein, wir wollen jetzt nicht nur im Studio sein, sondern halt wirklich gleich unterwegs? Ja, also ich glaube, es ist fast ein bisschen intuitiv gekommen. Also wir drei leben alle von der Musik und leben auch für die Musik. Und in dem Moment, wo sich wie abzeichnet hat, dass es nicht nur eine kurzfristige, sondern eine mittelfristige Phase gibt, wo es einfach nicht im Normalkosmos von Konzerten irgendwie etwas wird stattfinden, haben wir wie einfach auch den Drang gehabt, zu sagen, ja, also wir ziehen uns sicher nicht zurück und warten, bis irgendwann das wieder normal ist, sondern wir müssen irgendwie rausgehen, wir müssen irgendwie zu den Leuten gehen, wir müssen Verbindungen suchen und wir müssen es auch ein bisschen sehen als Chance, in Art. Und ich glaube, das war ein bisschen der ganze Approach gewesen unter all diesen Aktionen. Und jetzt ist natürlich das Album 3, wie du sagst, auch noch eigentlich in dieser gleichen Zeitspanne rausgekommen, jetzt letzten Freitag, wo natürlich das uns nicht ermöglicht, jetzt riesige Touren zu machen, aber umso mehr sind wir jetzt zum Beispiel unterwegs mit dieser 23 Pianos Aktion, wo wir 23 verschiedene Pianos in der ganzen Schweiz suchen, darum eben auch hier an diesem Flügel landet. Und das also geht es weiter mit diesen komischen Konzerten von euch, oder einfach kreativ weiter dranbleiben? Ich glaube, es gibt auch mega spannende, weißt du, eine Art wie Hybrid, oder? Wir haben es vorher kurz davon gehabt, es ist eigentlich die Frage, auf was geht es wieder zurück, wenn es mal wieder normal ist. Gibt es einfach wieder das 10.000er-Festival oder ist es nicht sogar so, dass eine Art das letzte Jahr auch seine schönen Momente auch hinterlässt, wo man sagt, ja, es ist auch spannend, eben ein Konzert nur mit 50 Leuten haben, irgendwo bei einem Alpseeli. Oder es ist auch spannend, mal können die auf dem Sofa ein Streaming-Konzert schauen. Und vielleicht gibt es auch Hybrid, wo man sozusagen einen Tag lang auf der Gurte live geht und einen Tag lang dann die Heino mit Popcorn das lust. Und ich glaube, dort möchten wir sicher an vorderster Front irgendwie mitdenken und auch Ideen liefern. Mhm. Ist es ein bisschen persönlicher? Du hast gesagt, eben, wenn ihr vorher an Festivals gespielt habt, dann habt ihr je nachdem mehrere tausend Leute vorne dran und jetzt habt ihr zum Teil Streams, wo vielleicht 50 bis 100 Leute zuschauen. Also wie sind die Reaktionen auch von den Leuten? Also kommen da mehr Leute auf euch zu, direkt? Ich glaube schon. Also es gibt schon, also jetzt gerade in den Streams ist es natürlich viel direkter. Ja. Also die Leute, die dann dort sind, wir haben immer dann so Chat-Funktionen. Wir haben jetzt bei unseren Streams auch jemanden gehabt, der während wir am Spielen sind, wie die Chats ein bisschen verfolgt hat. Und es hat dann immer einen Moment gegeben, wo man gesagt hat, und gibt es Fragen im Chat etc. Also wir haben uns dort auch wirklich Mühe gegeben, eine Interaktion zu haben. Wir haben sogar noch ein Telefon, ein Babaphone dabei gehabt. Wir können live in unser Konzert ihnen anrufen. Und alle diese Tools haben natürlich mega geholfen, um die Leute wirklich näher zu binden. Und es sind, wie du sagst, weniger Leute, aber die dann dabei sind, die sind viel aktiver. Das kann man schon so sagen. Tröstet einem das ein bisschen über den Applaus hinweg, der fehlt? Also kannst du das... Es fehlt sicher, nehme ich auch, oder? Es ist einfach noch lustig. Ich habe mich schon fast daran gewöhnt, dass es keine Applaus gibt. Also sind ihr vorher schon so unpopulär, dass niemand geklatscht hat, oder? Cool. Ja, gut. Nein, das wäre es nichts. Nein. Es ist, man muss auch sagen, es ist auch schon recht lange jetzt eigentlich, oder? Wir sind im zweiten Jahr dran und so die Richtung. Also kannst du dich noch erinnern, wo wir das letzte Mal vor so richtig vielen Leuten und laute Crowd hatten? Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber eines der letzten, was ich mich gut erinnern kann, war wirklich in Zürich im ausverkauften Plaza Club.
Dort haben wir ein mega cooles Konzert gehabt. Aber ja, nachher sind wir eigentlich dann relativ bald, haben wir noch so ein paar einzelne Konzerte gehabt. Aber klar, es ist schon lang her. Das ist ja so. Ja. Hast du auch noch ein bisschen davon zählen können von so Konzerten? Oder habt ihr das dazu mal noch gar nicht gewusst, dass es dann so eigentlich der letzte Moment war? Ja, ich sage, also im Nachhinein weißt du immer mehr. Aber nochmal, ich finde nicht, dass es. Also, oder wir schauen nicht nur wehmütig zurück und hoffen, bis alles wieder normal wird. So, also ich glaube, wir sind mega auch interessiert, um neue Sachen zu machen. Und ja, eben der Hybrid, den du gesagt hast, eben, ihr sucht so ein bisschen, wo können wir gleich noch aktuell bleiben und auch beim Publikum sein, oder? Voll, voll. Und ich glaube, das ist. Also ich bin überzeugt, dass es immer mehr wird auch zusammenfließen. Ich meine, die ganzen Social Media Sachen sind ja, es wird ja alles Kunst und Social Media und Medien und Interviews und Konzerte und Events. Es ist alles immer mehr so eine grosse Kristallkugel. Und man kann einerseits natürlich sagen, oh, das ist irgendwie crazy, weil früher hat es alles eine kleine Kategorie gegeben. Man konnte sagen, ich mach das, ich mach das. Heutzutage ist irgendwie alles mit allem, aber ich finde, man kann auch in die Kugel schauen und sagen, wir picken uns 5 Elemente raus, die wir mega geil finden und probieren auch wieder etwas Neues daraus zu kreieren. So. Mhm. Ich habe gesehen bei euch, ihr habt ja so eine Art wie eine Firma um die Band herum, die quasi eigentlich das schon mal so ein bisschen vormacht mit einem. Jetzt haben wir eine Videofrau dabei und haben, glaube ich, auch sonst noch eins, zwei, die schneiden. Also wird die Baba Shrimps Family eigentlich immer grösser, je länger das Krise geht? Es ist ein bisschen so, ja. Also momentan ist es genau so, ja. Wir haben die Grizzly AG gegründet eigentlich vor 3 Jahren. Das war damals eigentlich wirklich die Idee gewesen, um eine Art Basis zu haben für uns als Band, als 3 Musiker, um irgendwie einigermaßen geregelte Löhne etc. zu haben. Und es ist aber eigentlich ja, ziemlich im letzten Jahr noch dazu gewachsen, genau aus dieser Idee, dass man wie sagt, ja, wir nehmen es umso mehr selber in die Hand und probieren umso mehr selber für sich zu pushen. Mhm. Wie schwierig ist es eigentlich so als Popmusiker an so, wie soll ich sagen, so Ausfallzahlungen kommen? Also habt ihr da irgendwie eine Anstrengung unternommen? Während Corona und bei der Gemeinde oder bei der Stadt angefragt, hey, ja. Gibt es da irgendwas? Oder? Also, wir sind dort schon sehr aktiv, das immer wieder am Abklären und auch in Kontakt mit verschiedensten Stellen. Es gibt ja einerseits wirklich von der Gemeinde, also von Stadt Zürich jetzt bei uns. Und andererseits ist es jetzt bei uns, weil wir die Firma haben, gibt es auch Kursarbeitmöglichkeiten. Aber, also das ist natürlich mega cool. Ich meine, das muss man ganz klar sagen. Das ist für uns essentiell gewesen, dass wir dort unter anderem haben können davon zehren. So. Überbrücken quasi, ja. Genau. Aber es ist natürlich, es braucht sehr viel Aufwand. Die Reglemente sind die ganze Zeit wieder anders und es ist einfach auch nicht so unser Groove, sozusagen immer mit der Hand wieder gehen und nochmal ein Mail schreiben und habe ihnen schon mal geschrieben und können wir vielleicht doch nochmal. Dort ist unsere Energie halt dann viel mehr zu mir sagen, komm, wir suchen nochmal ein Piano in der Schweiz und machen irgendein Interview mit dir und probieren dir irgendwie Aufmerksamkeit zu machen, wo sich jetzt nicht gerade momentan noch nicht in Cash monetarisiert, aber irgendwie trotzdem eine Energie. Ja, es ist ja so positiv, oder? Es ist nicht so, oh, uns geht so verschissen, wir müssen alles absägen, geben uns endlich Geld, weil sonst können wir die Band auch gerade auflösen. Genau. Es ist eher so, wir gehen raus, wir probieren, auch wenn es vielleicht weniger raus schaut, wir haben es gleich probiert. Oder? Voll. Ja. Und ja, eben, euer neues Album ist draußen. Wie sind so die ersten Reaktionen, die ihr darauf gekriegt habt? Phänomenal! Das soll sein, du. Ich kann jetzt nicht sagen, ob du gelogen hast oder so. Sagt jeder Musik. Nein, auf was ich eigentlich anspielen will, ist, ich hatte ein Interview gehabt, einmal mit einem Stempf, so einem Rockmusiker aus Chur. Und er hat gesagt, seit das Corona-Zeug sei,
nehmen die sich die Leute wieder viel mehr Zeit, um intensiver die Musik zu hören. Das ist spannend, ja. Und das habe ich noch interessant gefunden und nimmt mich jetzt Wunder, ob du das auch so erlebst. Ja, das ist wirklich noch spannend. Also, ich könnte es mir ja noch vorstellen. Ich habe jetzt in dem Sinne nicht die Statistik dazu, aber ich glaube schon, also ich meine, ich merke es bei mir selber, ich höre tendenziell auch wieder mehr und auch länger Musik, weil man halt einfach auch mehr daheim ist irgendwie. Man hat mehr Samstag, Sonntag irgendwie in der eigenen Wand und macht irgendetwas und lässt Musik laufen. Und ich glaube, das kann ich mir schon noch vorstellen, dass es anders gelöst wird. Intensiver, ja. Ja, voll. Also das kann ich mir mega gut vorstellen. Und ich meine natürlich, Feedbacks zu uns als Band ist es immer ein bisschen so, dass natürlich die Leute, die es geil finden, melden sich und sagen, oh, ich finde es mega geil. Darum sage ich phänomenal. Aber es gibt sicher auch Leute, die es viel kritischer sind. Das sind oft leider auch ein bisschen, die Leute, die melden sich ja dann auch nicht in Ort. Mhm. Aber ich meine, das wäre durchaus auch spannend von Leuten mal zu hören, die sagen, ja, diesen Song finde ich geil, aber das finde ich nicht so geil. Oder es kann auch durchaus sein, dass so ein Radiosong halt mit der Zeit gewissen Leuten auf den Geist geht. Also, voll. Könnte ich mir schon auch vorstellen. Was ich immer ein bisschen erlebe, ist, also auch allgemein von Leuten, je erfolgreicher dass du wirst, es wachsen so wie ein bisschen die Hater auch mit. Also, weißt, es ist so, du kriegst nicht nur viel positive Dinge, du kriegst gleichzeitig auch, auf das Mal kommen die auch aus den Löchern, die jetzt nicht so mögen. Voll. Was machst du dort dagegen? Also, lässt dich das kalt, oder? Ja, also es ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube nicht, dass es mega sinnvoll ist, probieren eine Art Everybody's Darling zu sein. Oder es ist uns nicht so mega wichtig. Wir machen schon Musik, die primär uns gefällt. Und es ist sicher Musik, die wir auch geil finden, wenn es anderen Leuten gefällt. Es ist sicher irgendwie eine gewisse Zugänglichkeit da. Aber ich finde das grundsätzlich auch nicht. Also eine Art, jemand, der etwas nicht gut findet, kann man auch umkehren und sagen, es ist auch eine Art ein Taste, den er jetzt da drin erkannt hat, der jetzt ihm nicht gefällt. Aber es ist immerhin ein Taste. Auch da drin, anstatt das ist einfach Werbemusik, die sozusagen alle immer ein bisschen geil finden. Auch schlechte Werbung ist Werbung, oder? Ja, genau. Also, wenn du ganz sagst mit der Werbung, ja. Ja, gut, als abschließende Frage. Ihr habt ja jetzt hier eigentlich, ihr seid auf dieser Tour mit den 23, mit dem Song 23. Und an 23 verschiedenen Orten. Wo sind ihr überall gewesen? Wo gehen ihr noch? Und wie ist die Aktion eigentlich angekommen? Eine abschließende Frage, es sind drei Fragen drin, oder so gefühlt. Also der Song 23 ist eben die aktuelle Single zum Album. Und es geht eigentlich darum, um das Jahr 23. Wir haben da so die These aufgestellt in diesem Song, dass man eigentlich mit 23 das beste Lebensjahr hat. Weil man ist schon so ein bisschen älter als sozusagen 16, 17, 18, wo man einfach irgendwie Hauptsache durcheinander und Alarm und gib ihm. Aber man ist auch noch nicht 30, wo man irgendwie schon das Gefühl hat, ja Gott, jetzt muss ich langsam einen Plan und muss ich schauen, wo ich hinkomme. Und darum ist das 23 für uns irgendwie eine wichtige Zahl. Und im Song selber gibt es eben den Hook, dass und das, der Hook ist einfach auf dem Piano entstanden, wirklich dem ersten Moment, wo der Song auch entstanden ist. Und darum haben wir gefunden, wir müssen zum Song 23 wirklich auch 23 Pianos in der Schweiz suchen. Und da sind wir jetzt unterwegs. Jetzt das ist das Piano Nummer 6. Sprich, wir haben doch noch schon einiges vorgeschritten. Wir sind noch ein bisschen unterwegs, aber es ist natürlich auch mega geil. So ist es wieder mal eben eine Aktion von uns, wo wir ein bisschen durch die Schweiz kommen, wo wir Interviews machen können, wo wir ein bisschen neue Platten vorstellen und ein bisschen Leute kennenlernen, oder? Das ist doch ein bisschen. Ja. Dann wünsche ich dir noch weiterhin viel Erfolg mit Testeln und natürlich auch mit dem neuen Album. Danke.
Das wird man wahrscheinlich nächste Woche ziemlich hoch in der Hitparade sehen. Hoffe ich. Ja, wir sind gespannt. Postet dann auch noch einige. Ja, so. Danke vielmals fürs Interview. Danke, ja. Chris. Das wäre es schon gewesen. Baba Shrimps und Album Free. Posten soll ich auch. Und dann, vielleicht kommen sie dann auch zum Malen mal mit so einer Tour noch bei euch vorbei. Okay? Macht's gut. Danke vielmals fürs Zuschauen. Ciao.